Tag Leute, heute machen wir mal ein paar Heldenherausforderungen, damit ich da endlich mal zu euch aufschließe. Die meisten sind wahrscheinlich schon jenseits des dritten Kapitels 3.8, was weiß ich alles. Deswegen muss ich hier mal ein bisschen aufschließen. Normalerweise wollte ich ja im nächsten Heldenfahrt Herausforderungsmodus oder wie ihr das auch immer nennen wollt, die nächsten 5 Stufen zeigen, aber ich denke mal, wir machen heute ein paar mehr, damit wir da mal schleunigst in die interessanten Bereiche kommen. Das ist jetzt hier 1.5. Wir steigen hier direkt in den Kampf ein, nicht langes Rumgerede oder sonst was. Ich komme mal zu den Helden, die ich hier benutze. Einmal die Schneekönigin, den Todesritter, die Verbrennerin, den Seeknappe und die Primadonna. Ich glaube, das war es so. Diese Stufen hier, wo man alle 5 Helden benutzen kann und nicht nur 4, sind eigentlich immer relativ einfach. Ich gehe auch hier heute mal ein bisschen auf die eigentlichen Kämpfe ein, was ich hier immer so beachte. Also zunächst, wenn es darum geht, dass man Leute stunnen soll oder einfrieren soll, dann setze ich das natürlich als erstes ein und danach die ganzen Damage-Dealer, will ich es mal nennen, damit die mit den Einfrieren oder Stunnen, also die anderen Gegner bewegungslos machen, damit die schnellstmöglich wieder ihre Fähigkeit haben. Wir werden da gleich noch interessantere Sachen sehen. Wie gesagt, das hier ist jetzt wirklich ziemlich einfach. Immer da, wo es darum geht, dass man 5 Helden benutzen darf oder wie sogar hier, wo ein Held sterben darf. Das sind eigentlich richtig einfache Herausforderungs-Stages. Die gehen wirklich relativ schnell. Jetzt vereisen wir hier nochmal kurz die Primadonna, hauen da nochmal die ganzen Sachen drauf und dann ist diese Runde auch schon geschafft. So, das ist jetzt kein Hexenwerk, dazu musste ich jetzt nicht so viel erzählen. Deswegen kommen wir auch direkt schon zur nächsten Stufe und zwar Stufe 1.6 jetzt. Die wird folgendermaßen gespielt. Dort werden wir den Goblin verwenden, dann einmal Blitz, Hase oder wie ihr den auch immer nennen wollt. Ihr wisst, wen ich meine mit den Hasen. Und dann nochmal die Primadonna. Steigen wir mal direkt ein. Auch wieder direkt mit dem Kampf, damit wir hier keine Zeit verlieren, sonst geht das Video heute wieder 3 Stunden. Denn ich will heute, ich habe ja angekündigt, dass ich 4 oder 5 Stufen machen will, aber ich will mindestens 7 heute machen, damit wir da auch echt mal langsam hier vorankommen. Was es jetzt hier zu beachten gibt, ist ganz wichtig, dass ihr hier den Blitz mitnimmt, der jetzt gerade da durchgestoßen ist. Und zwar diese komischen Kröten, diese Netze werfen, die sorgen halt dafür, dass eure Helden bewegungsunfähig werden. Die sind echt lästig und der Blitz ist halt perfekt dafür, denn den könnt ihr, wenn er seine Heldenfähigkeit hat, direkt zu denen schicken. Ihr seht die mit den Dreizack oder Zweizack, da schicke ich jetzt direkt den Blitz hin und zack hat er schon mal einen von denen ausgelöscht. Der ist für diese Stufe echt wichtig. Und ansonsten ist es halt dasselbe Spiel. Immer ein bisschen vereisen, ein bisschen stunnen und der Blitz kümmert sich halt um die Leute außen und so läuft die Sache dann hier auch ziemlich rund, ziemlich einfach hier auch die Stage. Also der Blitz ist hier echt sehr wichtig. Nehmt den da bloß mit. Wie gesagt, wir sind jetzt hier bei Stufe 1.6 mittlerweile. Auch noch nichts Besonderes. Jetzt erstmal hier wieder alle bewegungsunfähig machen. Kind des Lichts war, genau, Kind des Lichts war der Name von dem Hasen, genau. Also immer wenn ich Hase sage, meine ich Kind des Lichts. So, der Blitz kümmert sich wieder um die Leute da hinten. Hier vorne müssen die einfach nur überleben. Und der Rest geht dann quasi von alleine. Jetzt nochmal schnell alle hier vereisen, damit gleich Kind des Lichts nicht so schnell kaputt geht. Und jetzt heilen, ja, und jetzt haben wir es im Prinzip auch schon geschafft. Jetzt kann eigentlich nicht mehr viel passieren. Jetzt könnten wir auch Automodus anmachen, das läuft jetzt. Ich habe schon im letzten Video gesagt, also im ersten Herausforderungsmodus-Video, das ist ein langer Name, aber mir fällt echt kein einfacherer ein, dass ihr wirklich darauf achten müsst, wann ich die Spezialfähigkeiten einsetze, denn das ist wirklich entscheidend. Mit Automodus hier einfach kann man das nicht durchspielen. Man muss die wirklich zu bestimmten Zeitpunkten einsetzen, die Spezialfähigkeiten, damit das hier auch wirklich funktioniert. Ich weiß, wir sind jetzt hier erst bei Stufe 1.6 und ihr seid wahrscheinlich schon viel weiter, aber später, wenn ich euch dann quasi eingeholt habe, immer schön darauf achten, wann ich die Spezialfähigkeiten einsetze. Jetzt sind die Helden hier schon Level 2, es hat sich also was geändert. Wir sind jetzt hier bei Stufe 1.7. Hier verwende ich die Spurenleserin, Verbrennerin, die Rosenritterin und Primadonna. Hier ganz wichtig die Rosenritterin,
die Rosenritterin sowieso, weil die halt die ganzen Schaden tankt, aber hier zum Schaden machen ist hier die Verbrennerin ganz wichtig, denn wie ihr sehen könnt, sind hier immer ziemlich viele gegnerische Helden und dieser Baum, der steckt auch einiges ein, dann dieser komische Igel oder diese komische Kröte mit ihrem Panzer, die steckt auch ordentlich ein, deswegen die Verbrennerin, die macht richtig gut Schaden von hinten und die Rosenritterin fängt halt alles von vorne ab. Das ist hier quasi so der Schlüssel zum Sieg. Auch die Fähigkeit hier von dem Baum ist ein bisschen nervig, die macht ganz schön viel Schaden. Deswegen ist es gut, dass da nur die Rosenritterin vorne ist. Denn dann kriegt wirklich nur sie den Schaden ab. Verbrennerin, Spurenleserin und Primadonna werden hier so gut wie gar nicht angegriffen. Müsst halt nur gucken, dass die Rosenritterin da nicht platt geht. Ja, ansonsten, jetzt habe ich hier wieder alle vier Fähigkeiten. Jetzt hauen wir den Schaden raus. Heilen schnell, damit die Rosenritterin nicht kaputt geht. Auch, denke ich mal, alles kein Geheimnis. Und jetzt hauen wir hier den Schaden raus. Wenn ihr die Spezialfähigkeit von der Rosenritterin einsetzt, das ist auch manchmal ziemlich entscheidend, damit könnt ihr bestimmte Helden auch ganz kurz stunnen, wenn sie dann mit ihrem Schild wirft. Ich glaube, das ist Schildwurf oder wie die auch immer heißt. Ich kenne natürlich die ganzen Spezialfähigkeitsnamen nicht auswendig. Aber das ist wirklich dann nur ganz, ganz kurz gestunt, wenn die Rosenritterin das einsetzt. Mit gestunt, ich weiß nicht, wie euch der Begriff bekannt ist, das bedeutet bewegungsunfähig, dass der gegnerische Held oder das gegnerische Monster dann kurze Zeit nichts macht. Also immer wenn ich stunnen sag, wisst ihr jetzt, was ich damit meine. So, jetzt hier nochmal kurz schnell heilen und dann haben wir 1.7 auch schon abgefrühstückt. Dann hätten wir schon die ersten drei Stufen hier in dem Video geschafft. Das läuft ja ganz gut. Ich schneide das immer hier schön zusammen, damit wir auch keine Zeit verlieren und nicht lange um den heißen Brei rumreden. 50 Edelsteine gibt es jetzt hier, glaube ich, die ganze Zeit bei Stufe 1. Jetzt sind wir bei 1.8. Hier habe ich folgende Helden mitgenommen. Einmal die Prima Donna oder wie die auch immer heißt, die Heilerin, den Todesritter, dann die Schneekönigin, Kind des Lichts oder Hase, wie ihr den auch immer nennen wollt. Hier geht es halt grundsätzlich darum, ich kann richtig viele Spezialfähigkeiten einsetzen, die bewegungsunfähig machen. Denn einmal von Kind des Lichts, einmal von Todesritter und einmal von der Schneekönigin können wir andauernd dafür sorgen, dass die bewegungsunfähig werden. Hier ganz wichtig, die Katze, ich weiß jetzt gerade nicht ihren Namen, die da so komische Bogenschützen oder was auch immer, die macht richtig viel Schaden. Da müsst ihr dafür sorgen, dass die nicht angreift. Also immer schön stunnen, damit die eure Helden nicht kaputt macht. Denn die macht schön richtig viel Schaden. Jetzt auch ganz schnell wieder Fähigkeit vom Kind des Lichts raushauen. Ansonsten tötet die ganz schnell eure Helden. Und das ist eigentlich auch schon hier die Schwierigkeit der Stufe, will ich mal sagen. Wenn ihr das geschafft habt, seid ihr so gut wie durch. Hier passiert nichts mehr so Wildes. Hier auch einfach alles stunnen, einfrieren, dann immer heilen, kurz bevor was kaputt geht. Und dann habt ihr das auch schon ganz easy geschafft hier. Das ist wie gesagt Stufe 1.8. Primadonna, Todesritter, Schneekönigin und Kind des Lichts. Ein bisschen Tanks, also hier Todesritter und Kind des Lichts sind ja Tanks, also Helden, die viel einstecken können. Und halt ganz viel stunnen und einfrieren. So, jetzt haben wir es im Prinzip auch schon geschafft. Jetzt haben wir ja noch zwei Fähigkeiten, die wir eben schnell einsetzen. Und dann ist der auch schon so gut wie platt. Ging ziemlich schnell hier. Ist eine richtig einfache Stufe, will ich mal sagen. Wenn ihr diese Bogenschützin in Stufe 2, war das glaube ich 2 von 3, genau. Wenn ihr die da im Griff kriegt, dann ist die richtig einfach, die Stufe. Zack, jetzt haben wir es auch schon geschafft. Und dann können wir auch direkt zu 1.9 springen. Das ist jetzt wieder so eine Stufe, wo man 5 Helden mitnehmen kann. Die sind wie gesagt wirklich mega einfach. Ich gehe da halt immer mit Schneekönigin, Todesritter, Kind des Lichts, Rosenritterin und Primadonna rein. Also ich wechsle da auch nicht großartig. Bei diesen Stufen, wo man 5 Helden mitnehmen kann, die sind wirklich am einfachsten, wie ich finde. Also zumindest hatte ich da jetzt noch keine Probleme. Die habe ich auch immer eigentlich beim ersten oder zweiten Mal direkt geschafft. Da musste ich nicht viel rumprobieren für euch. So, geht hier mega schnell. Wir haben sogar jetzt alle 5 Spezialfähigkeiten für die nächste Stufe. Jetzt hauen wir hier mal einfach so wild ein paar raus.
Und dann läuft die Sache auch schon. Jetzt hier nochmal alle vier schön bewegungsunfähig machen. Und dann drauf da. Dann ist das hier auch schon geschafft. Dann geht es direkt zur Boss-Stage. Und 1.9 ist dann auch so gut wie fertig. Also hier müsst ihr jetzt nicht unbedingt... Ich glaube, die ersten beiden Stufen hier könnte man auch Automodus durchspielen. Das ist wirklich mega einfach. Jetzt hier läuft es natürlich gerade perfekt. Wir haben alle fünf Spezialfähigkeiten. Jetzt stunnen wir erstmal alles. Wir müssen jetzt hier ein paar Leute schnell kaputt kriegen. Einer darf hier sterben von uns, weil die machen da hinten schon ordentlich Schaden. Der Todesritter wird, glaube ich, auch gleich kaputt gehen. Ihr seht schon, da geht einiges weg. Der ist jetzt auch schon fast kaputt gegangen. Jetzt heilen wir aber nochmal. Jetzt ist er schon wieder fast kaputt. Also die machen schon ordentlich Schaden hier. Den Todesritter konnten wir nicht mehr retten, aber das Gute ist ja, hier darf einer sterben. Und jetzt haben wir es auch schon so gut wie geschafft. Machen wir die gegnerische Schneekönigin nochmal bewegungsunfähig und dann ist die Stufe ja auch schon geschafft. Also wie gesagt, mega einfach hier mit den fünf Helden. Da kann man nicht viel verkehrt machen. So. Kaputt ist sie. Jetzt haben wir 1.9 auch abgehakt. Sind wir schon die ersten 5 fertig. 5 wollte ich ja eigentlich machen, aber wir machen jetzt schon nochmal mindestens 2, damit wir hier endlich mal vorankommen. 50 Kristalle, wie gesagt, da ändert sich nichts groß. Ich hoffe, bei Stufe oder bei Kapitel 2 und 3 wird da mal ordentlich in die Tasche gegriffen, dass wir da mal ordentlich Kristalle absagen können. Aber bis dahin haben wir noch einen kleinen Weg vor uns. Jetzt sind wir bei 1.10. Hier benutze ich Verbrennerin, Kind des Lichts oder Hase, Rosenritterin und Primadonna. Ja, immer wenn man Verbrennerin mit hat und Rosenritterin, ist das eigentlich ein ganz klares Team. Verbrennerin ist dazu da, richtig schön viel Schaden von hinten zu machen. Und Rosenritterin soll halt mit ihrer Spezialfähigkeit vielleicht einzelne stunnen, die richtig viel Schaden machen für kurze Zeit. Oder halt einfach nur einstecken. Darin ist Rosenritterin natürlich sehr gut. Das wisst ihr auch alles. Jetzt hauen wir die hier mal eben schnell platt. Behalten unsere Fähigkeiten erstmal, wir müssen nichts mehr machen. Ist jetzt unnötig, da eine Spezialfähigkeit rauszuhauen, nur damit es ein bisschen schneller geht. Und jetzt kommen wir zur zweiten Stufe und haben alle vier Spezialfähigkeiten. Können jetzt hier erstmal stunnen, dann machen die schon mal erstmal gar nichts mehr. Hauen hier unseren Schaden raus und haben dann gleich schon die ersten beiden gegnerischen Helden oder Monster fertig gemacht. Primadonna warten wir jetzt erstmal noch ein bisschen, weil wir haben alle unsere Helden haben noch Lebenspunkte. Es wäre jetzt richtig unnötig, Primadonna rauszuhauen. Warten wir also jetzt erstmal noch ein bisschen ab. Machen ein bisschen Schaden, stunnen. Und im Prinzip können wir hier ohne Heiler die Stufe schaffen. Jetzt heilen wir trotzdem, weil der Baum seine Spezialfähigkeit rausgehauen hat. Und sicher ist sicher, aber wir hätten es, glaube ich, auch ohne Heilen geschafft. Aber hauen wir trotzdem mal raus. Jetzt haben wir wieder 3 Fähigkeiten. Die sparen wir uns aber auf, weil es ist jetzt hier quasi nur noch ein Gegner. Und dann können wir die 3 Heldenfähigkeiten jetzt direkt für die Boss-Stage raushauen. Also nicht immer alles sofort raushauen. Jetzt erstmal alles stunnen. Wie gesagt, ist im Prinzip immer dasselbe. Warten, bis Rosenritterin ein bisschen Schaden kriegt und dann heilen wir die wieder durch den Heal von Primadonna, der jetzt noch nicht nötig ist. Oh, jetzt gleich ist Kind des Lichts platt, deswegen jetzt schnell heilen, sonst wird das nichts. Kind des Lichts ist hier ganz wichtig, um alle immer zu stunnen, ansonsten hauen die ganz schön viel Schaden raus. Wichtig ist jetzt hierbei erstmal diese beiden Schildkröten oder Igel mit ihren Panzern kaputt zu kriegen, weil ansonsten halten die halt eure Helden auf und ihr kommt nicht zu den hinteren Helden. Das ist jetzt hier quasi erstmal so das Wichtige bei der Boss-Stage. Aber jetzt läuft es quasi von selber. Jetzt machen wir auch hier den Automodus rein. Sollen die einfach immer ihre Fähigkeiten raushauen. Und dann haben wir auch 1.10 schon geschafft. Läuft alles relativ flüssig heute, alles easy. Kein Vorführeffekt oder so, dass ich hier mal einmal verkacke. Das ist schön, schön. Ich hoffe, euch hilft das hier so ein bisschen. Ich denke aber trotzdem, dass die meisten von euch schon weiter sind. Deswegen will ich ja heute unbedingt schon mehr Stufen machen als nur 5, damit ich so langsam zu euch aufschließe, so in den nächsten 1-2 Wochen und ich dann endlich euch auch wirklich mit den Videos helfen kann.
Denn wenn ihr natürlich schon bei 3.4 oder sonst was seid, dann hilft euch das hier natürlich nichts. Aber trotzdem will ich es für die zukünftigen Zuschauer hier auf dem Kanal mal festhalten. Vielleicht hilft es den einen oder anderen ja trotzdem. So, jetzt sind wir hier auch schon bei 1.11. Hier ist ganz wichtig, Verbrennerin mitnehmen, den Hasen, die Rosenritterin und Primadonna. Warum genau dieses Team hier wichtig ist, ist ja quasi das Team von 1.10. Das werden wir gleich bei der Boss-Stage sehen. Und zwar wird da der Goblin kommen, aber ich werde dann, wenn wir soweit sind, da nochmal genau drauf eingehen. Ansonsten macht ihr hier einfach dasselbe wie auch schon in der Stufe davor. Immer schön warten, mit den Heal immer von der Verbrennerin den Damage raushauen und dann läuft das hier im Prinzip von selber. Die ersten beiden sind hier ziemlich einfach. Nur die Boss-Stage ist ein bisschen knifflig. Zumindest hatte ich da erst meine Probleme, weil der Goblin mich halt immer kaputt gehauen hat. Aber das sehen wir dann jetzt gleich. Jetzt hier bei der zweiten Stufe ist der Goblin auch schon dabei, aber da ist er noch nicht so nervig wie bei der dritten. Hier kommt er einfach von vorne. Das heißt, wir können den immer mit allen zusammen stunnen. Hier mit der Fähigkeit von Kind des Lichts. Das heißt, da macht er auch nicht so viel Schaden. Wir haben jetzt hier noch ein bisschen gewartet mit dem Heal, weil die halt sowieso gerade nicht angreifen konnten, weil Kind des Lichts die gestunt hat. Deswegen mussten wir da noch nicht direkt unseren Heal raushauen, sondern haben das erst gemacht, wenn die wieder angriffsfähig waren. Und jetzt hauen wir hier wieder einen Stun drauf. Jetzt haben wir es auch schon so gut wie geschafft. Jetzt sind wir nur noch drei gegnerische Helden am Start. Und jetzt können wir uns auf den Goblin konzentrieren und da macht der auch keinen Schaden mehr. Der mit seinen Bomben ist nämlich ganz schön nervig. Aber das haben wir jetzt hier auch ganz gut geschafft. Hauen wir nochmal den Heal raus, damit wir hier zu der Boss-Stage auch alle mit vollem Leben hingehen können. So, das war auch easy und jetzt kommt halt der wichtige Teil. Zuerst kommen halt jetzt die ganzen Monster von vorne. Die könnt ihr halt wieder stunnen und angreifen mit Verbrennerin. Das ist alles kein Problem. Nur jetzt gleich kommt halt Verstärkung. Wir müssen jetzt hier nochmal ein bisschen warten, bis die kommt. Auf ganz wichtig hier noch nicht den Heal von Primadonna raushauen. Erstmal den Goblin zweimal draufhauen lassen. Dann den Heal reinhauen. Dann wieder Goblin haut drauf. Ihr heilt wieder. Dann haut ihr mit der Fähigkeit von Rosenritterin und Kind des Lichts drauf, damit der nicht weiter eure Heilerin kaputt machen kann. Und dann habt ihr es auch schon im Prinzip geschafft. Ihr habt den Goblin getötet und die anderen drei sind quasi nur zur Deko da. Die machen nicht mehr viel Schaden. Da könntet ihr jetzt auch den Automodus reinhauen. Das geht jetzt alles von selbst. Wichtig war halt nur, dass ihr euch um den Goblin kümmert, weil ansonsten haut ihr eure Heilerin weg und dann schafft ihr die Stage halt nicht mehr. Das ist jetzt hier der wichtige Teil gewesen, sag ich mal. Ich denke mal, eine machen wir gleich noch. Dann haben wir 8 Stück heute geschafft. Und das innerhalb von knapp 20 Minuten, denke ich da mal. Oder ein bisschen über 20 Minuten. Das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Und nächste Woche machen wir dann direkt weiter, auch wieder mit 7 oder 8 Stufen, damit ich da endlich mal zu euch aufschließe. So, haut den jetzt hier endlich kaputt, damit wir zur letzten Stufe kommen können. Das läuft doch. Zack, jetzt sind wir hier bei 1.12. Das ist wieder, wie gesagt, ziemlich einfach, weil man 5 Helden mitnehmen kann. Auffällig ist jetzt hier, dass wir schon Helden Level 3 jetzt haben. Ändert aber irgendwie nichts, weil ist ja, wie gesagt, für alle dasselbe. Hier habe ich jetzt dabei Schneekönigin, Kind des Lichts, Todesritter, Rosenritterin und Primadonna. Genauso wie bei, wo war das nochmal? Bei 1.9 auch, wo man 5 Helden mitnehmen konnte. Kann ich euch nur empfehlen, diese 5 immer mitzunehmen. Ist wirklich dann ziemlich einfach, die Stages. Hier könnten wir jetzt auch Automodus durchspielen lassen bis zur Bossstufe, aber ich mache es trotzdem mal selber. Haut jetzt mal eben noch diesen komischen Lava-Heini kaputt. Jetzt sind wir bei der zweiten Stufe. Hier, ja, wir haben jetzt alle 5 Fähigkeiten. Sobald das passiert, kann einem eigentlich auch nicht mehr viel passieren. Ihr stunt die dann, haut dann ein bisschen Damage raus mit Rosenritterin. Und dann kommt jetzt der Goblin. Hier ganz wichtig, vereisen, damit der eure Primadonna nicht kaputt macht. Todesritter kümmert sich da oben um die anderen beiden mit der Rosenritterin. Dann heilt ihr. Und jetzt ist der Goblin auch schon wieder kaputt. Und das ist jetzt hier auch der einzigste schwierige Teil gewesen. Jetzt habt ihr im Prinzip hier die Stufe 1.12 auch schon geschafft.
Denn die Boss-Stage ist sogar einfacher jetzt hier als die zweite Stage. Da müsst ihr halt nur ab und zu die Verbrennerin stunnen und oder vereisen. Das ist aber gar kein Problem, denn ihr habt ja Todesritter dabei, Kind des Lichts und Schneekönigin. Das heißt, ihr könnt eigentlich im Prinzip dauerhaft die Verbrennerin hier unfähig machen und dann habt ihr die geschafft, ganz easy hier. Den Heal brauchen wir jetzt hier auch gar nicht raushauen. Das machen wir jetzt gleich, wenn Kind des Lichts ein bisschen Leben verliert. Zack, ist wieder voll. Verbrennerin hat auch nicht mehr so viel am Start. Jetzt ist nur noch Verbrennerin und so ein komischer Lava-Heini da. Hauen wir jetzt hier alles raus. Verbrennerin ist so gut wie kaputt und haben wir auch 1.12 geschafft. Das lief für heute wirklich einwandfrei. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen helfen. Wie gesagt, ich habe schon zweimal erwähnt. Ich denke mal, ihr seid alle schon viel weiter. Ich werde mir jetzt aber Mühe geben, dazu euch aufzuschließen, damit ich hier vielleicht auch denen, die schon etwas weiter sind, mal ein paar hilfreiche Tipps hier zu der Herausforderung geben kann. Die meisten sind ja wirklich mega easy zu machen. Ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal hier vielmals fürs Zuschauen und auch vielen Dank wirklich für die ganzen netten Kommentare und die ganzen Likes bei dem Kriegsvideo gegen die Chinesen. Das letzte Video ist ja echt Bombe bei euch angekommen. Da könnt ihr euch auf jeden Fall auf die nächsten Kriegsvideos freuen. Damit habt ihr uns hier bei Killing Spree auf jeden Fall mega motiviert. Das hatte direkt nach einem Tag 65 Likes oder so. Da will ich auf jeden Fall nochmal vielen Dank für sagen. Und deswegen, heute haben wir schon mal die ersten 8 geschafft. Nächste Woche geht es dann weiter mit den nächsten 8, denke ich. Vielen Dank, Leute. Und haut da rein.